meine Lieben und vielleicht auch Bösen, weiß ich ja nicht. Heute haben wir jetzt mal wieder ein präparigeres Thema, während wir das schöne Wetter genießen, weil irgendwie ist doch tatsächlich jetzt noch die Sonne rausgekommen. Haben wir vielleicht auch einen goldenen Oktober oder sowas? Okay, das sehen wir später. Vielleicht machen wir dann nochmal eine Outdoor-Episode, wenn das so ganz so bleibt, weil ein bisschen Sonne ist okay. Wenn da nicht noch Regen bei ist, zu viel, dann kann man sich da wenigstens ein bisschen was mit überlegen. Man läuft hier wieder zurück von der Arbeit in mein Ghetto. Und das Thema für heute waren diese Teelichtöfen. Weil ich habe jetzt öfter mal irgendwelche Videos gesehen von anderen Leuten und teilweise sogar irgendwelche Artikel, wo sie diese Teelichtöfen voll am Feiern sind. Und bis auf ein einziges Video, was ich bis jetzt gesehen hatte, hat keiner eine von den größten Gefahren von diesen Dingern angesprochen. Die meisten erwähnen gar nicht, dass du dann überhaupt nicht mal mehr als ein bis zwei Teelichter reinmachen darfst. Wisst ihr das überhaupt? Also außer ihr habt so ein riesen Gerät, allerdings würde ich mir das dann auch nicht mehr... Holy shit, was ist denn das so eigentlich? Außer ihr habt so einen riesen Teelichtofen mit einer ganz dicken und großen Porzellanplatte unten drunter oder was auch immer. Da können nicht mehr als zwei, drei Teelichter rein. Drei ist schon viel zu viel. Das habe ich bis jetzt nur auf einem einzigen Kanal gesehen. Ich weiß ja leider nicht mehr, wie der heißt. Scheiße. Aber das war auch auf englischsprachig. Also ich meine, die meisten von euch würden sich englischsprachige Sachen wahrscheinlich nicht unbedingt angucken. Aber er hat gesagt... Die Dinger sind scheiße gefährlich, ihr müsst damit aufpassen. Das habe ich auch schon einmal in der Gartenlaube von einem Kollegen von mir gesehen. Die Dinger sind scheiße gefährlich. Ihr könnt in so einen Teelichtofen, das erwähnen viele nicht, nur maximal so ein, zwei Teelichter reinmachen, weil da drin wird das heiß, logischerweise. Dann wird nicht nur die Oberfläche außen heiß und so ein Tontopf, der ein paar Flammen darunter hat, wird scheiße heiß. Also ich sag mal... Spontan damit einen Ellenbogen gegenlaufen, ohne dass ihr irgendwie ein Stück Kleidung dazwischen habt. Ah, okay, je nachdem, was für ein Stück Kleidung ihr dazwischen habt, ist das vielleicht sogar noch beschissener. Weil ich würde jetzt nicht irgendwie was aus synthetischen Fasern oder so dagegen kommen lassen, wenn ich da auch noch meinen Arm dazwischen habe, weil das wird auf jeden Fall sehr lecker sein, die Verletzung, die ihr euch davon reinzieht. Also wenn das Ding umkippt, ist auch auf jeden Fall vorbei, das hebt ihr nicht mal eben auf. Und vor allen Dingen, wenn ihr das nicht mal eben so aufheben könnt. Dann kommt jetzt das Allerschlimmste. Ihr wisst schon, dass die Dinger auf der Innenseite so heiß werden können, dass sich das Wachs von den ganzen Kerzen nicht einfach nur verflüssigt. Das kriegt auf einmal den Flammpunkt. Das heißt, ihr habt dann vielleicht, weil ihr so blöd gewesen seid, 3, 4, 5, 6 Teelichter drin, weil ihr sagt, ah, es muss schön warm werden im Zimmer oder in der Wohnung. Das wird da so heiß drin, dass sich das Wachs von all diesen kleinen Schälchen gleichzeitig schlagartig entzünden wird. Und ihr habt keine Ahnung, wie oft sich damit Leute schon irgendwelche Hausboote und Campinglauben abgefackelt haben oder Campingwagen. Weil das ist eine Flamme, die könnt ihr nicht mal eben so. Ja, ich nehme das Ding dann und schmeiß das aus dem Fenster oder stell das ins Badezimmer. Du machst gar nichts mehr. Du siehst einfach nur so ein riesen Flammending, weil 4, 5 von deinen scheiß Teelichtern anfangen zu brennen. Und dann ist das vorbei. So, deine Wohnung ist weg. Dein Haus ist weg. Und ich bin mir ziemlich sicher, manche von den Leuten, die jetzt noch diese Teelichter feiern, genau das nicht wissen, was ich jetzt angesprochen habe. Die fackeln sich diesen Winter auf jeden Fall ihre Wohnungen ab. So, und wenn ich Pech habe, ist so einer von den Wichsern noch unter mir im Haus oder sowas. Ja, super. Dankeschön, dass du Idiot dafür gesorgt hast, dass ich jetzt obdachlos bin. So. Vor allen Dingen, dann ist auch so wahrscheinlich die ganze Bugout-Ausrüstung weg, weil ihr seid gerade irgendwo draußen unterwegs. Ihr habt nicht immer euren Bugout-Bag dabei. Weil manchmal seid ihr einfach auf dem Weg, so sinngemäß zur Arbeit oder zurück, so, und da habt ihr nicht so das ganze Ding. Ja, und dann fackelt euch die Wohnung ab, weil so ein Spasti seinen Teelichtofen da mit 4, 5, 6 Teelichtern bestückt hat. Boah, und da rieche ich mich jetzt schon drüber auf. Das wird passieren. Und alle werden die Schuld irgendjemand anderen zuschieben, weil da ist ja sowieso eine Ära des Vogue auf jeden Fall Standard. Ah. Warum rieche ich mich da drüber auf? Ich hole mir jetzt ein Feierabendbier. Leckeres Paderborner oder irgendwas anderes für 80 bis 90 Cent am Bütchen. Und ich finde, alles, was darüber hinausgeht, ist auf jeden Fall Betrug. Vor allem in der Zeit der Inflation, die wir haben. Aber jetzt komme ich wieder vom Thema ab. Wie gesagt, passt mit diesen scheiß Teelichtöfen auf. Packt da nicht zu viele Teelichter rein. Weil sobald das Wachs in all diesen Schälchen schon flüssig geworden ist, ist, glaube ich, so eine Art kritischer Punkt erreicht. Wenn das dann noch zu heiß wird,
dann brennt der ganze Wachs auf einen Schlag und dann habt ihr ein richtiges Problem. Die Stichflamme, die könnt ihr nicht mal eben so, ja, ich schmeiß da was drüber oder ich versuche das mit so ein bisschen halbe Liter Wasserflasche zu löschen, so, da machst du gar nichts. Und aufheben kannst du das Ding dann auch nicht mehr. Aber gut, dann ist es zu spät. Dann steht deine Wohnung lichterloh in Flammen oder dein Haus. Dann kannst du gucken, wie du klarkommst. Deswegen guckt lieber, dass ihr euch dick anzieht, als dass ihr mit solchen Dingern heizt. Und wenn ihr mit sowas heizt, stellt das wirklich ins Badezimmer. Irgendwo auf die Fliesen, im Notfall in die Badewanne. Das ist wahrscheinlich noch das brandfesteste, in Anführungsstrichen, was die meisten von uns zu Hause haben. Aber dann macht das Fenster sperrangelweit auf. Da gilt natürlich auch für allen anderen Einsatz mit Kerzen, weil manche schreiben mir immer so, ja, deine Grabkerzen, die sind giftig, da musst du lüften. Das müsst ihr bei den normalen Kerzen auch. Der scheiß Paraffin von Teelichtern und anderen Kerzen setzt sich auch bei euch in der Lunge ab mit der Zeit. Also könnt ihr euch überlegen, ob ihr dann auf jeden Fall heizen wollt oder auch nicht. Ah, da vorne kommt ein Bütchen. Wir sind ja mal wieder hier in Ghetto Town. Wieder zu Hause. Jetzt Zeit für Feierabendbier. And you have a good one.